So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz Part 2. Die Fotografen kriegen noch ein paar Sekunden. Aber auch hier wird es nachher noch die Möglichkeit geben, ein Foto mit den hier anwesenden Personen zu machen. Und ich darf Sie jetzt nochmal begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung des neuen Führungsteams des 1. FC Kaiserslautern. Hierzu begrüße ich unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Patrick Banff, den FCK-Vorstand, bestehend aus Michael Klatt, unserem Vorstandsvorsitzenden, sowie dem neuen Sportvorstand Martin Bader und Klaus Drach, künftig Direktor Marketing und Vertrieb beim FCK. Das ist also hier praktisch das neue Führungsgremium des 1. FC Kaiserslautern, sodass jetzt die Personalthemen zunächst mal alle abgeschlossen sind. Und ich gebe dann auch direkt ab an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Patrick Banff. Patrick, die Aufgabe nach der Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden war natürlich in erster Linie die Suche nach einem Sportvorstand. Jetzt ist in relativ kurzer Zeit schon das komplette Führungsteam gefunden. Wie sind die Tage da abgelaufen? Wie wichtig ist es? Und nehmen uns da mal mit, wie fielen diese Entscheidungen und vor allem aus welchem Grund? Ja, zuerst einmal guten Morgen bzw. guten Tag an so einem ereignisreichen Tag für den FCK. Wir haben heute mit Halin Alitop unseren dritten und letzten Transfer vorgestellt. Des Weiteren haben wir unseren neuen Trainer, Herr Fronzek, vorgestellt. Auf diesem Wege möchte ich ihm auf jeden Fall viel Erfolg und Glück für die Rückrunde wünschen, dass wir das auch auf jeden Fall noch schaffen in der zweiten Liga. Ich möchte auch Jeff Strasser auf diesem Weg gute Besserung wünschen und mich bedanken, dass er mich als neuen Aufsichtsrat im Verein so toll aufgenommen hat. Ich hatte mit Jeff Strasser sehr interessante Gespräche, die mich persönlich hier in meinem Amt stark gemacht haben und mir weitergeholfen haben. Ja, jetzt möchte ich dazu kommen zu unserem neuen Führungsteam beim 1. FC Kaiserslautern. Und ich begrüße natürlich recht herzlich Martin Bader. Martin Bader ist für mich beziehungsweise für den gesamten Aufsichtsrat ein absoluter Sportfachmann. Und durch seine 11 Jahre beim FCN, ich glaube, es waren 5 Jahre als Sportdirektor und 6 Jahre als Sportvorstand, bei einem Verein, der ähnliche Strukturen, ähnliche Tradition und auch ähnliche Fankultur wie der FCK hat und auch immer wieder mal in finanziellen Nöten ist, glaube ich, dass wir den richtigen Mann für den FCK gefunden haben. Was mich ganz besonders gefreut hat, war, dass wir bei den ersten Gesprächen im Bereich Sport, sportlichem Konzept, sehr schnell auf einer Wellenlänge waren. Ich bin auch ganz sicher, dass wir mit Martin Bader nicht nur jetzt in der schwierigen Situation, sondern auch vor allem langfristig den richtigen Mann für den FCK gefunden haben. Dann möchte ich weiterhin vorstellen, unser Marketing- und Vertriebsdirektor, Herr Klaus Drach. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Klaus Drach einen absoluten Profi im Bereich Vermarktung und Marketing gefunden haben. Durch seine Stationen bei Mainz 05, VfL Wolfsburg, aber auch bei der DFL hat er bewiesen, wie gut, wie stark er im Bereich Vermarktung ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unser Defizit im Bereich Sponsoring mit Klaus schließen können. Und zuletzt möchte ich zu unserem alten Hasen, ich darf das sagen, weil ich älter bin, aber gemeint ist natürlich, mit Michael Klatt haben wir jemanden im Führungsteam, der länger dabei ist als wir alle zusammen. Und Michael hat uns mit seiner Kompetenz in den schwierigen Fragen, die jetzt auf uns zukommen, vor allem im Bereich Lizenzierung,
zweite, aber auch dritte Liga oder die Gespräche mit der Stadt wegen der Stadionmiete, aber auch die Ausgliederung überzeugt mit seiner Kernkompetenz und mit seinem Engagement. Genau aus diesem Grund haben wir dann auch im Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, dass er weiterhin Vorstandsvorsitzender ist. Ich glaube, dass wir jetzt mit diesem Team die Kompetenz haben, in allen Bereichen den FCK für die Zukunft, die schwierigen Aufgaben in der Zukunft so auszustatten, dass wir sie lösen können und dass wir ja, nach vorne schauen können und das Ganze positiv gestalten können. Vielen Dank. Dankeschön, Patrick Banff. Michael Glatt, es wurde angesprochen, es stehen viele Aufgaben an, viele wichtige Aufgaben, entscheidende Wochen. Wie wichtig ist es denn gerade jetzt, dass diese personellen Fragen geklärt sind, dass das Führungsteam komplett ist? Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. In der Tat stehen ganz wesentliche Wochen und Monate vor uns, nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Ich bin froh, dass wir das Führungsteam jetzt komplett haben, denn Sie können sich alle vorstellen, dass man diese Aufgaben am allerbesten im Team gemeinsam löst. Und das ist natürlich gut, wenn das Team dann komplett ist. Hier sind, wie gesagt, genug Baustellen, an denen wir arbeiten können. Ich bin optimistisch, dass wir diese Aufgaben auch erfolgreich bewältigen werden. Aber man wird sie nicht alleine lösen können, sondern nur im Team. Und deswegen freue ich mich, dass dieses Team jetzt heute vollständig ist. Danke, Michael. Und ich weiß, Sie warten alle auf das erste Statement von dem neuen FCK-Sportvorstand Martin Bader. Heute der erste offizielle Arbeitstag. Was sind jetzt in den kommenden Tagen und Wochen die drängendsten und wichtigsten der vielen, vielen Aufgaben, die hier anstehen? Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, so ein paar Sätze an Sie zu richten und auch vielen Dank für die sehr warmen Worte von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Patrick Banff. Mit viel Vorschusslorbeeren, aber ich möchte gar nicht großartig mit Visionen um mich werfen, sondern am Ende hoffentlich hier alle, Sie, aber auch natürlich die gesamte FCK-Familie mit Taten überzeugen. Denn eins ist auch klar, und dass die ersten Gespräche Anfang Januar dann geführt wurden mit dem Aufsichtsrat, war mir natürlich schon auch bewusst, welche Verantwortung jeder Einzelne, der hier für den Verein arbeitet, welche Verantwortung da auf den jeden Einzelnen zukommt und auch natürlich auf meine Arbeit. Wir wissen, dass wir in einer unheimlich schwierigen und einer ganz kritischen sportlichen Verfassung sind und die Situation sich natürlich auch durch den Trainerwechsel sich nicht vereinfacht hat, weil jeder Wechsel, egal auf welcher Position, aber natürlich in maßgeblichen Positionen, ist immer unrund und hilft nie einer Entwicklung eines Vereines. Eingangs bzw. auch vorhin schon mehrfach geschildert, eine Situation, die außergewöhnlich war, die natürlich auch nicht vom Verein vorhersehbar war und auch nicht von Chef Strasser, aber dieser Situation muss man sich annehmen. Die wichtigsten Punkte, und deswegen war es für mich auch klar, als Patrick Banff mich angesprochen hat, diese strategische Herausforderung anzugehen, ist so, dass ich gesagt habe, ich möchte relativ schnell anfangen. Meine vertragliche Situation in Hannover war so, dass ich den Vertrag auflösen musste. Das habe ich gemacht und der frühestmögliche Zeitpunkt war der 1. Februar. Insofern habe ich gesagt, ich möchte gerne am 1. Februar schon anfangen und nicht März, April, weil es für mich unheimlich wichtig ist, diesen Verein sehr, sehr schnell kennenzulernen, alle Facetten dieses Vereines kennenzulernen und natürlich daraus die Schlüsse zu ziehen, was bedarf es im Hinblick auf den Sommer. Und Sie wissen alle, dass egal in welcher Liga wir spielen, es sind große Herausforderungen, sowohl sportlicherseits, wirtschaftlicherseits, Thema Stadion. Ich möchte natürlich, dass wir hier in den nächsten Wochen und Monaten so zusammenarbeiten, dass Sie ein Gefühl dafür entwickeln, dass das, was wir machen, einer gewissen Logik unterliegt, dass wir das, was wir machen, mit mehr Sinn und Verstand machen, als man vielleicht uns zumutet, sondern dass wir hier einfach überzeugen, dass das, was jeder sich wünscht, dass dieser Verein endlich zur Ruhe kommt, dass dieser Verein Kontinuität auf den wichtigsten Personalien hat, dass das dann auch umgesetzt wird. Und eins ist auch Fakt, und das zeigt jedes Beispiel, egal in welcher Liga, ein Verein, der in Ruhe personell arbeitet, der in einer gesunden, vernünftigen Struktur arbeitet, wird am Ende erfolgreich sein. Und diese Ruhe und diese Kontinuität wollen wir ja in den nächsten Jahren anstreben. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir dann auch mehr schönere Tage als schlechtere Tage haben werden. Vielen Dank für das erste Statement. Und
Während Martin Bader heute seinen ersten Arbeitstag hat, ist Klaus Drach schon ja, mindestens mal eine Woche im Amt. Wie war denn der erste Eindruck vom FCK und was genau sind denn die wichtigsten Aufgaben jetzt im Bereich Marketing und Vertrieb in den kommenden Wochen? Ja, danke schön auch von meiner Seite. Erste Woche, Stefan, du sagst es, es fühlt sich ein bisschen an als eher 2 oder 3 Wochen, weil es war natürlich ein sehr intensiver Einstieg und in diesem Business, in so einer Rolle hat man auch völlig nachvollziehbarerweise eigentlich nicht die Chance, sozusagen sich wochenlang irgendwo zu orientieren. Gott sei Dank bin ich ja auch privat nicht ganz so weit weg beheimatet, also von daher sind die Eindrücke aus den ersten Tagen vom FCK nicht die allerersten, sondern man kennt sich hinter den Kulissen. Einige Kollegen kannte ich auch aus meiner DFL-Tätigkeit. Also von daher ging das sehr, sehr schnell. Und ich hatte neben der Chance in den ersten Tagen ganz schnell, aber auch sehr intensiv, sowohl die Kollegen, Kolleginnen in den eigenen Abteilungen, auch unser Vermarktungsteam von Lagardère schon kennenzulernen. Und was eigentlich vom Timing her sehr, sehr gut funktioniert hat, dass wir, so wie wir hier sitzen, vor 2 Tagen die Chance hatten, beim Neujahrsempfang, beim Sponsoren-Neujahrsempfang des ersten FCK nicht nur Gesicht, sondern auch gleich Flagge zu zeigen. Vertrieb ist ja so ein kleines bisschen, also ich denke, im Marketing ist auch manchmal ein bisschen heiße Luft dabei. Im Vertrieb am Ende des Tages zählen die Zahlen. Und von daher muss ich mich sicherlich, also vielen Dank für die tolle Einleitung, auch für die Vorschusslorbeeren, liebe Kollegen, aber ich werde in den nächsten Wochen und Monaten mich auch an Ergebnissen messen lassen müssen. Aber das ist mein Job, das kenne ich und das spornt mich auch an. Ich spüre in vielen Gesprächen, wie gesagt, sowohl mit den Kollegen, aber vor allen Dingen auch mit Partnern, eine tiefe Emotion, tiefe Leidenschaften. Das haben Traditionsclubs, glaube ich, auch so an sich. Die können in beide Seiten schwingen. Wir werden, glaube ich, hart dafür arbeiten, ehrlich dafür arbeiten, Termin für Termin herausarbeiten, dass die Leidenschaft wieder mehr ins Positive geht. Wir hinter den Kulissen können keine Spiele gewinnen, aber wir können sehr professionell und nachhaltig arbeiten. Und dafür stehe ich mit meinem Team. Ich freue mich sehr darauf, im Übrigen auch auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Pressevertreter. Danke. Danke für die ersten Worte. So, jetzt ist viel gesagt worden. Gibt es denn noch offene Fragen? Die gibt es und den Anfang macht diesmal Michel Hasslinger von Radio RPR 1. Aber ich verstehe Sie. Einfach laut sprechen, das geht auch so. Danke für die Bezeichnung erstmal, aber nein, bin jetzt knapp 20 Jahre im Fußball unterwegs und 15 Jahre in alleiniger Verantwortung für 2 Vereine, nämlich für den 1. FC Nürnberg und für Hannover 96. Und klar weiß ich, dass ich keine kurzen Hosen angehabt habe und bis auf die Regionalliga in der Jugend das Fußballerische nicht mehr erreichen konnte. Allerdings die 15 Jahre im Profifußball und davon 13 Jahre in der ersten Liga, haben mir, glaube ich, gezeigt, welche Möglichkeiten einzelne Vereine mit sich bringen, aber auch welche strukturellen Probleme manche Vereine aber auch haben, aber auch welche Möglichkeiten sich ergeben. Und ich habe unheimlich viel Spaß dran, bei Vereinen zu arbeiten, die eine gewisse Historie mit sich bringen, die ein sehr großes Fanpotenzial haben, die, sag ich mal, leben, natürlich in ihren Ausprägungen, die es auch manchmal schwierig machen. Und als der Herr Banff mich angesprochen hat, ich weiß selber, dass diese Besonderheit, im Fußball arbeiten zu dürfen, beschränkt ist auf 36 Vereine in der ersten und zweiten Liga. Man kann relativ schnell auch erkennen, dass da manche Positionen auch längerfristig besetzt sind. Ich habe nach dem Aus in Hannover ein halbes Jahr Zeit gehabt, mich zu orientieren, zu schauen, was könnte interessant sein für mich. Ich habe viele Gespräche geführt mit Vereinsvertretern, aber auch mit verschiedenen Medienvertretern. Das Gefühl entwickelt, dass Vereinsarbeit meins ist und ich schon das Gefühl habe, jetzt möchte ich wieder an die vorderste Front, ich möchte wieder arbeiten, ich möchte mich einbringen und ich habe das Gefühl, dass hier ein Verein ist,
der sich meinen Ideen nicht ganz verschlossen hat. Sowohl was das Thema Nachwuchs angeht, sowohl wie das Thema, wie sehen wir in der Zukunft den roten Faden im Kader angeht, wie sehen wir die Zusammenarbeit mit unseren Fans angeht, wie sehen wir die Wahrung der Historie, aber das Moderne nicht aus dem Auge zu verlieren. Und da haben wir uns inhaltlich ausgetauscht. Ich habe den Eindruck, dass das vieles, was ich gelernt habe, vieles, was ich glaube einbringen zu können, dass ich das hier kann. Und insofern ist das Tabellenplatz unabhängig. Denn grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass der FCK gefühlt ein anderer Verein ist, als er jetzt dasteht. Und diese Aufgabe anzugehen, möglicherweise aber auch mit dem Wissen, gut vorbereitet zu sein für den Fall, dass man in die dritte Liga absteigt, sowohl wirtschaftlich als aber auch sportlich, ist es die Herausforderung einfach wert, das hier anzupacken. Denn wenn wir das wieder hier alle hinbekommen, dann ist es schon ein ganz besonderer Standort und ein ganz besonderer Verein. Und diesen Reiz hat es ausgemacht zu sagen, ich warte nicht bis Sommer, sondern ich möchte jetzt gleich anfangen. Nächste Frage, Oliver Sperg. Frage an den Herrn Banff. Der Herr Bader hat es so ein bisschen gestreift schon. Sie haben gesagt, Sie haben sehr schnell festgestellt, dass Sie sportlich absolut auf einer Wellenlänge sind. Können Sie das ein bisschen konkretisieren, bitte? Ja, der erste FCK war lange Zeit oder war ständig Trainerwechsel oder ich sag mal, gab es ständig Trainerwechsel. Die Verweildauer von Spielern war sehr kurz. Und ja, wie ich angetreten bin, war eigentlich meine Vorstellung, dass wir ein Ausbildungsverein werden, dass wir auf lange Sicht auf den Nachwuchs setzen, was zwar schon immer wieder auch mal angesprochen wurde, auch vorgehabt war, aber in letzter Konsequenz nie umgesetzt wurde. Und ich glaube, mit Herrn Bader, mit dem Martin haben wir jemanden, mit dem wir das wirklich auf lange Sicht umsetzen können. Und auch sportlich waren die Vorstellungen auch sehr eng beisammen. Weitere Fragen? Horst Konzog von der Rheinpfalz. Eine Frage an Martin Bader. Sie haben ja in Hannover einige Monate mit Michael Fronzek noch zusammengearbeitet als Trainer. Was hat aus den Erfahrungen jetzt dafür gesprochen, ihn nach Kaiserslautern zu holen? Ich glaube, dass es nicht schädlich ist, beziehungsweise sehr hilfreich ist, wenn man in der Verantwortung steht. Und ich war ja in offizieller Mission noch gar nicht unterwegs. Allerdings war es klar, dass der Boris Notzon und der Aufsichtsrat und meine Kollegen natürlich auch ein Stück weit mal Rat gesucht haben. Ich glaube, es ist nicht schädlich, wenn man einen Trainer verpflichten muss in so einer Situation, dass man weiß, wie er arbeitet. Das ist die wichtigste und mit auch die schwierigste Personalie, weil es die exponierteste und auch ja, die Personalie ist, die, wenn sie passt, eigentlich die am nachhaltigsten und auch am wichtigsten für einen Verein ist. Und dann ist es schon hilfreich, wenn man mal mit einem Trainer zusammengearbeitet hat, auch wenn es nur 3 Monate waren. Aber diese 3 Monate haben mir gezeigt, welche menschlichen und auch fachlichen Qualifikationen der Michael Fronzek mit sich bringt. Er ist ein Trainer, den die Situation nicht erschreckt, weil er diese Situation schon gekannt hat. Er hat sowohl in den Stationen St. Pauli, aber auch ganz nachhaltig in Hannover gezeigt, dass er relativ schnell einen Zugang zu der Mannschaft findet, dass er relativ schnell die richtigen Schlüsse zieht, um die Maßnahmen einzuleiten, dass eine Mannschaft wieder erfolgreich Fußball spielt. Das ist in der jetzigen Situation, wo der FCK sich befindet, unheimlich wertvoll, dass wir einen Trainer haben, der diese Situation schon mal erlebt hat. Es war auch klar in den Gesprächen mit den Kollegen vom Aufsichtsrat, dass wir uns auf einen erfahrenen Trainer konzentrieren sollten, weil wir keinerlei Experimente eigentlich eingehen wollen des Kennenlernens, wie funktioniert dieser Job. Was für mich auch wichtig war, mit dem Chef auch lange gesprochen, dass er weiß, wie der Michael auch gearbeitet hat. Die waren auch häufiger im Austausch in der Vergangenheit, haben sich, hat er ja auch gesagt, in Regensburg getroffen. Was ja auch wichtig ist, dass ich vom Chef gehört habe, wie diese Mannschaft strukturell zusammengestellt ist, wie sie von den Führungsspielern funktioniert, dass sie willig ist, dass sie an ihre Grenzen manchmal stößt und dieses Gesamtbild eigentlich dann zu transportieren, wer passt zu dieser Mannschaft. Und dass der Michael eine große Aufgabe vor sich hat, das weiß er.
Aber es war letztendlich auch mit ein Stück weit ausschlaggebend, dass er sehr, sehr schnell Ja gesagt hat. Und diese außergewöhnliche Situation für ihn hier die Aufgabe anzunehmen. Und Sie werden ihn selber auch noch intensiver kennenlernen. Sie werden merken, dass er ein sehr kommunikativer, ein sehr intensiv mit den Spielern arbeitender Trainer mehr im Hintergrund ist. Und dass diese Erfahrung, glaube ich, uns sehr, sehr gut tut. Dass die Mannschaft momentan nicht in einem von sich strotzenden Selbstbewusstsein vor sich hinläuft, ich glaube, das ist allen klar. Und deswegen brauchen Sie, glaube ich, auch einen Trainer, an den Sie sich ein bisschen anlehnen können. Und das ist, glaube ich, bei Michael vorgesehen und das ist auch angelegt bei Michael. Und dass ich mit ihm mal 3 Monate arbeiten durfte, hat natürlich auch dazu geführt, dass ich relativ schnell einen Zugang auch zu ihm bekommen habe, weil auch für einen Trainer es wichtig ist, mit wem er in der Zukunft als handelnde Person auch zusammenarbeiten muss. Wir machen weiter mit Carsten Schröter nochmal. Mikrofon kommt und funktioniert wieder. Noch eine Frage an Herrn Banff. Der Michael Klatt wurde als Vorsitzender hier eingeführt des Vorstands, hat gesagt, das Team ist jetzt komplett. Wie wird die künftige Verteilung im zweiköpfigen Vorstand sein? Wer wird den Vorsitz übernehmen? Das habe ich schon gesagt, das macht der Herr Michael Klatt. Alles klar, dann tut es mir leid. So, die nächste Frage, der Kollege vom SWR, Kollege Zinsmeister. Genau, eine Frage an den Herrn Bader. Es war ein ganz schöner Drahtseilakt, aber letztendlich hat es noch geklappt, den Spieler Halil Altintop zu verpflichten. Und von Ihnen würde ich ganz gern wissen, als Sportvorstand, was halten Sie von der Verpflichtung? Klar ist, dass wenn man eigentlich seit Beginn des Januar in Gesprächen ist, dass man sich natürlich auch mit der Mannschaft auseinandersetzt, dass man natürlich auch mal mit dem Boris Notzon sich austauscht, welche Ideen da sind. Aber ich glaube, dass es fair ist und auch fair war, eigentlich die Dinge so zu begleiten, die Boris und vor allem Jeff Strasser angeschoben haben. Denn die haben sich seit Wochen und Monaten die Gedanken gemacht, was passt zu dieser Truppe, was kann man machen in der Transferperiode 2. Und natürlich kannte ich auch alle Spieler, die jetzt verpflichtet wurden und natürlich hat man auch seine eigenen Gedanken, aber schauen Sie, von der Draufsicht ist es leicht, aber wenn Sie das Innenleben einer Mannschaft nicht kennen, und das kannte ich bisher nicht und habe ich jetzt in den letzten 1-2 Tagen erst kennenlernen dürfen, dann ist es, glaube ich, fair, denjenigen, die in der Verantwortung stehen, dann das Vertrauen auszusprechen. Deswegen sowohl Jeff als auch Boris Notzon kannten die Mannschaft am besten, wussten, dass sie mit Halil Altintop einen Spieler dazu gewinnen, der hier eine glorreiche Zeit erlebt hat und den Willen und den Biss hat, hier noch eine glorreiche Zeit weiterhin zu erleben. Und ich glaube, diese Kombination, die fußballerischen Qualitäten, die kennen Sie alle, sind außergewöhnlich gut. Aber was mit ausschlaggebend war, und da habe ich mich gestern auch überzeugen können von Halil, dass er das als tolle Chance nochmal für sich sieht, hier wirklich als Führungsspieler mit seiner Leistung und in der Kabine Dinge zu erreichen, die für viele möglicherweise schon nicht mehr möglich sind. Und das ist für einen 35-Jährigen, der eine tolle Karriere erlebt hat, schon nochmal was bemerkenswert. Denn er kann ja auch abwägen, was hat er zu gewinnen und was hat er zu verlieren. Er hätte seine Karriere in Prag ausklingen lassen können. Es ist keine schlechte Stadt. Es ist eine tschechische Liga, glaube ich, dass das auch ihm nicht so unangenehm gewesen wäre. Aber er hat gesagt, ich möchte es hier machen. Mit den Risiken. Und das ist eine Besonderheit. Und das finde ich schon was Bemerkenswertes. Und möchte hier bleiben. Er zieht hierher. Seine Frau kommt von hier. Also ich glaube, dass wir von der Identifikation nichts Besseres bekommen können. Und deswegen habe ich gesagt, macht Sinn, obwohl die Bewertung, wie er in die Mannschaft passt, der Boris mit Jeff vor allem getätigt haben. So, gibt es noch Fragen? Jawohl, Horst Kotzok nochmal. Noch eine Frage an Herrn Bader. Mhm. Welche Aufgabenfelder werden künftig bei dem Sportdirektor Boris Notzon sein? Und wie wird die Zusammenarbeit zwischen ihm und Ihnen in der Praxis denn aussehen? Danke, dass Sie die Frage stellen, weil das für mich auch eine ganz wichtige Geschichte ist. Ich bin es immer gewohnt gewesen, mit Sportdirektoren zusammenzuarbeiten, sowohl in Nürnberg als auch natürlich in Hannover. Insofern ist es mir nicht fremd, im Team zu arbeiten. Und ich sehe den Boris Notzon jetzt in der schwierigen Phase, als im Sommer er dann Sportdirektor wurde, wo er relativ spät auch in die Verantwortung gekommen ist,
und er möglicherweise auch relativ spät auch reagieren konnte und agieren konnte, weil er eben nicht sicher war, wer wird Sportvorstand bzw. wer wird eigentlich Sportdirektor. Er ist dann als Sportdirektor installiert worden. Ich kenne ihn schon seit längerem ich glaube, dass er ein sehr, sehr gutes vernetztes Scouting-System aufgebaut hat, dass er in der Branche unheimlich gut Kontakte hat, dass er ein gutes Auge hat für Spieler, dass er sehr nah dran am Trainer und auch an der Mannschaft sein kann und auch sein soll und dass diese Aufgabenverteilung schon so sein werden, dass er diese Rolle weiterhin innehaben wird. Vertragsgestaltung, Gespräche mit Beratern, mit der Mannschaft, mit Spielern werden wir uns gemeinsam aufteilen. Natürlich liegt die letztendliche Verantwortung dann irgendwo nicht nur bei mir, sondern sie liegt final bei mir. Ich werde mich intensiv um das Nachwuchsleistungszentrum kümmern. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Da hat Boris Notzon relativ wenig Zeit aufwenden können aufgrund der Fülle der Arbeit. Wir werden gemeinsam das erarbeiten, was ich glaube, was für den FCK in der Zukunft notwendig sein wird, sehr stark auf den Nachwuchs zu setzen, sehr stark auf regionale Identität zu setzen, was die Spieler angeht, auf eine Kontinuität zu setzen, keine großen zahlenmäßigen Umbrüche im Kader zu haben und am Schluss natürlich irgendwo versuchen, einen roten Faden im Kader zu finden, mit dem Wissen, dass der FCK, und da habe ich ein Stück weit Erfahrung auch aus Nürnberg, immer auch zur Zukunft auf Transfererlöse angelegt sein wird. Allerdings haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir ein Ausbildungsverein sein wollen. Wir wollen aber für uns ausbilden. Und wenn wir für uns ausbilden, werden wir gute Spieler haben. Und wenn wir am Ende verkaufen müssen, dann werden wir hoffentlich irgendwann in der Lage sein, dass wir verkaufen wollen. Und nicht müssen. Und wenn das uns gelingt, dann ich glaube, dann haben wir viel geschafft. Aber wie gesagt, die letztendliche genaue Zusammenarbeit mit Boris werde ich in den nächsten Tagen mit ihm erarbeiten. Aber die Schwerpunkte, die ich genannt habe, die, glaube ich, geben uns die Möglichkeit, gut zusammenzuarbeiten mit Boris Notzon. Der Herr Carsten Schröter vom Kicker ist heute servicebegierig und darf nochmal. Wissbegierigen, deswegen sind wir ja hier eigentlich, glaube ich. Ne? Alles gut. Frage an den Herrn Drach. In Ihrem Verantwortungsgebiet, was sehen Sie jetzt als die dringlichsten Baustellen und wie schwierig ist es in Ihrem Fachgebiet jetzt, sich um Sponsoren zu kümmern, wenn man eben noch nicht genau weiß, in welcher Liga man nächstes Jahr spielt? Also die Liga-Zugehörigkeit, die gibt zum einen mal eine Auskunft über sozusagen eine mediale Reichweite. Das heißt, das greift schon in meinen Bericht dahingehend ein, dass bestimmte Preise, die man in der zweiten oder in der ersten Liga aufrufen darf, für beispielsweise im Fernsehen sichtbare Banden und so weiter andere sein werden. Aber ich glaube, dass der FCK zwar zum einen Traditionsverein ist und für viele, wie übrigens auch in meiner Familie in Mainz, phasenweise sogar immer noch irgendwo international auch wahrgenommen wird. Aber das hier, das haben wir auch beim Neujahrsempfang klar gemacht, die Seele auch in der Sponsorenschaft eine sehr regionale und lokale verankerte ist. So, das heißt, das wiederhole ich gerne nochmal, wir sind, glaube ich, gefordert, vor allen Dingen Wirtschaftspartner hier aus der Region zu entzünden, den Herrschaften auch Produkte anzubieten, die man, ich übertreibe fast mal, fast ligaunabhängig auch anbieten kann. Und das wird unsere Aufgabe sein. Die nächste Frage. Horst Konzok. Noch eine Frage an den neuen Vorstandsvorsitzenden. Herr Glatt, in dem Bereich Ausgliederung, Investor, gibt es da entscheidende Fortschritte oder wie sieht der Zeitplan ansonsten aus bei der Realisierung? Ja, wir haben ja gesagt, dass wir das Thema Ausgliederung in dieser Saison noch durchführen wollen. Das werden wir auch tun. Wir werden uns im ersten Schritt auf die sportlichen Aufgaben konzentrieren, die wir noch bis Ende Mai lösen wollen. Wir wollen im Nachgang dann das Thema Ausgliederung mit unseren Mitgliedern besprechen. Hier ist es wichtig, dass wir noch mal klar machen, warum soll denn eigentlich ausgegliedert werden? Was ist da der große Vorteil? Aus unserer Sicht der Vorteil, hier Eigenkapital aufnehmen zu können. Hier müssen wir, wie gesagt, die Mitglieder davon überzeugen.
Ich hatte aber auch in der Vergangenheit schon betont, dass das Thema Lizenzierung und Ausgliederung keinen Konnex hat. Wir machen das also ligaunabhängig. Es wird auch, wie gesagt, vom Timing nicht so sein, dass wir diese Themen schon werden berücksichtigen können in den Lizenzunterlagen. Das ist, wie gesagt, jetzt eine ganz wesentliche Baustelle, die wir angehen. Wir haben ja hier schon sehr viele Vorarbeiten geleistet. Wir hatten ja einen entsprechenden Ausschuss gegründet, einen Ausgliederungsausschuss, wo auch Mitglieder ja sich informieren konnten. Das müssen wir weiterleben. Wir müssen die Informationskampagnen hier noch forcieren und uns dann auf diesen Termin, den wir dann auch in Kürze bekannt geben werden, dann fokussieren, dass wir hier unsere Mitglieder mit dieser Idee begeistern können. So, es gibt noch eine Frage, Herr Oliver Sperk nochmal. Ich habe dazu eine Nachfrage, inwieweit wird der Herr Tracht dann da involviert sein, beziehungsweise die Geschichte Investor, hatten Sie nicht klar beantwortet, ist da jetzt ein Investor in Sicht oder ist immer noch das alles in weiter Ferne? Wie das halt bei Investoren so ist, wir sind in guten Gesprächen, führen diese Gespräche auch, aber bevor jetzt hier kein Vertrag geschlossen ist, ist natürlich alles, ich sag mal, auch noch darstellbar, greifbar, aber auch noch nicht sicher. Also wie gesagt, da kann ich jetzt nichts Konkreteres zu sagen. Das werden Sie auch verstehen und ich freue mich, dass Herr Drache bei uns ist, der uns natürlich auch unterstützen wird, marketingmäßig dieses Thema vorzubereiten, das Thema der Ausgliederung, denn das ist ja, wie gesagt, ein Thema, was ja auch medial, auch über unsere eigenen Kanäle bespielt werden muss, denn wir müssen ja unsere Mitglieder zunächst einmal überzeugen. Es ist ja harte Überzeugungsarbeit und da freue ich mich, den Kollegen Drach, aber natürlich auch Martin Bader an meiner Seite zu wissen, das wird man alleine nicht schaffen. Da werden wir, wie gesagt, alle brauchen, auch den Aufsichtsrat. Und deswegen bin ich, wie gesagt, froh, dass dieses Führungsteam steht, um diese doch herausfordernde Aufgabe dann erfolgreich meistern zu können. Der nächste war Michael Hasslinger von Radio RPR 1. Herr Bader, Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie als Vorstand Sport vor allem auch strategisch denken müssen. Ich denke mal, ein Fokus wird die dritte Liga sein. Landläufig sagen die Leute, wenn der FCK absteigt, gehen alle Spieler weg. Das wäre dann ja, wenn es so wäre, wieder eine Stunde null. Oder wie sehen Sie da die Strategie? Gelingt es möglicherweise, den einen oder anderen Spieler auch für die dritte Liga zu überzeugen? Also wäre fahrlässig, sich nicht über die dritte Liga auch Gedanken zu machen. Also das ist klar. Das müssen wir allein schon von den Lizenzunterlagen, müssen wir das zum 15. März ja einmal wirtschaftlich gemacht haben. Und dann wissen wir natürlich auch ein Stück weit mehr, was an wirtschaftlichen Möglichkeiten für die Lizenzmannschaft und für die erste Mannschaft möglich ist. Wir haben klar, dass wir den Gürtel dann auch enger schnallen müssen. Das ist vollkommen logisch, dass die Ambitionen vom FCK, glaube ich, für alle nachvollziehbar sind, dass wir relativ schnell, nämlich innerhalb von einem Jahr, dann wieder den Rückkehr in die zweite Liga schaffen wollen. Ich glaube, das steht an allererster Stelle und es ist, glaube ich, auch unumgänglich, dass man das auch natürlich kommuniziert. Alles andere wird uns ja nicht abgenommen. Wir dürfen natürlich nicht so blauäugig sein und uns erschrecken lassen, denn man sieht es in Karlsruhe, wie lange es dauern kann, bis ein Absteiger, der sich nicht in der dritten Liga auskennt, braucht, um Fuß zu fassen. Und diese Herausforderung müssen wir uns relativ frühzeitig stellen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte auch relativ zeitnah anfangen, nämlich schon jetzt, um die Mannschaft kennenzulernen, um natürlich auch mit dem Trainer, geplant mit Jeff Strasser aus der Situation, jetzt mit Michael Fronzek, frühzeitig mit allen Spielern die Gespräche zu führen, damit wir eben nicht einen riesengroßen Umbruch haben werden. Faktisch ist es so, dass die wenigsten Spieler Verträge für die dritte Liga haben. Also der richtige Durchgriff fehlt uns vertraglich gesehen. Jetzt liegt es an uns, Überzeugungsarbeit zu machen. Es gibt nichts Schlimmeres als große Umbrüche in Kadern. Und das haben Sie hier 2-3 Jahre, glaube ich, hintereinander erlebt. Wenn zwischen 18 und 20 Spieler pro Saison gedreht werden, ist es nicht möglich, erfolgreich Fußball zu spielen. Es sei denn, Sie haben außergewöhnliche Qualität, die Sie verpflichten können. Das wird aber nicht möglich sein aufgrund wirtschaftlicher oder auch sportlicher Parameter, die in der dritten Liga gegeben sind. Also gilt es jetzt für uns, in den nächsten Monaten genau die Gespräche zu führen, dass wir mit vielen Spielern, von denen wir glauben, dass sie in der dritten Liga passen, aber möglicherweise auch eine Perspektive haben, dann in der zweiten Liga wieder eine gute Rolle zu spielen, denn da auch keinen großen Umbruch zu haben, dass wir die Spieler für uns begeistern können. Mit dem Risiko, dass wir nicht einen vertraglichen Durchgriff haben und dass wir das Risiko haben,
dass, wenn Sie es jetzt in der Rückrunde gut machen, natürlich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir als FCK auch eine Strahlkraft haben werden für Spieler aus der Region, um die Aufgabe anzugehen. Das heißt, wenn die wirtschaftlichen Gegebenheiten geklärt sind, trauen wir uns auch zu, Spieler zu verpflichten, die das Ziel wieder erreichen. Aber ich möchte eigentlich keinen großen Umbruch haben. Zwingend notwendig wird es einen geben, aber wir versuchen den so gering wie möglich zu halten. Das heißt, die eigenen Jugendspieler, die wir hier haben, wollen wir natürlich zumindest mal davon zu begeistern, auch den Weg mitzugehen. Ich hoffe immer noch, dass die vertragliche Situation so ist, dass wir die zweite Liga halten und dann haben sie alle Verträge. So, gibt es noch eine Frage? Hier vorne war noch eine, die hat sich erledigt. Die Lizenzierung für die dritte Liga ist eine große Herausforderung. Das sagte ich ja bereits auf der Jahreshauptversammlung. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir diese Herausforderung im Team professionell meistern werden. So. Das ist kein Selbstläufer, nein. So, ich glaube, es gibt keine Fragen mehr, wenn ich das richtig interpretiere. Ansonsten noch ein kurzes Handzeichen, das ist nicht der Fall. Da bedanke ich mich zunächst mal für die Aufmerksamkeit. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, ein Foto vom Führungsgremium hier oben auf dem Podium zu machen. Keine Sorge, ich gehe aus dem Bild und dann nochmal O-Töne und Bilder draußen, Mixzone und im Stadion. 15 Uhr öffentliches Training und wer möchte danach auch noch einen kurzen O-Ton von Halil Altintop. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin raus.